Ich grüße dich von Herzen, du wundervolle Seele. Schön, dass du einschaltest hier zu dieser Meditation zum Jahresabschluss des Jahres 2022. Ich sitze gerade hier in meinem Campervan. Um mich herum ist es ganz dunkel, ganz still. Ich bin gerade in mich hineingetaucht, in diese Stille und in die Dunkelheit. Und es war fast schade, jetzt das Schweigen zu brechen, diese heilige Stille. Doch dir zuliebe mache ich es jetzt, um mit dir zusammen diese Meditation durchzuführen, damit du dieses wundervolle Jahr 2022 in Liebe und in Dankbarkeit, in Ehre und in Achtsamkeit abschließen kannst. Erst einmal möchte ich mich noch bedanken. Ich weiß nicht, wie lange du oder wir uns schon kennen. Über welches Portal oder über welche Plattform du mir begegnet bist, mich kennengelernt hast und wie lange du jetzt den Weg schon mit mir zusammen gehst. Ganz gleich, ob es jetzt erst 2 Wochen sind oder schon 2 Jahre oder du vielleicht über diese Meditation mich überhaupt erst kennenlernst. Danke, dass du da bist und danke, dass wir miteinander verbunden sind. Danke, dass du dich öffnest. Danke für deinen Mut, tiefer zu gehen, die oberflächliche Ebene der 3D-Welt zu verlassen, um deine Seele immer mehr zu ergründen. Und das Mysterium des Lebens, was hinter der äußeren Fassade stillschweigend die ganze Zeit auf dich wartet. Dann lade ich dich jetzt ein, deine Augen zu schließen und einfach komplett loszulassen, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Spüre, wie der Atem in dich hineinfließt mit der Einatmung. Spüre den kalten Luftzug in deinen Nasenlöchern. Spüre, wie sich dein Körper mit der Einatmung hebt. Und dann spüre, wie sich der Körper mit der Ausatmung wieder senkt. Spür den warmen Luftzug beim Ausatmen an deinen Nasenhöhlen und deinen Nebenhöhlen. Genieße diesen Fluss, diesen ewig währenden Zyklus. Der dich seit deinem ersten Atemzug, als du aus deiner Mutter als Säugling herausgeschlüpft bist, dein Begleiter ist. Mit jedem Ausatmen sinkst du tiefer und tiefer in dich hinein, in die Entspannung, lässt immer mehr los, gibst dich diesem einen
ewigen Moment komplett hin. Entspannen ganz bewusst deine Kopfhaut, deine Stirn, deine Augenbrauen und deine Wangen. Lass deinen Kiefer ganz locker. Entspanne deinen Nacken und deine Schultern. Und dann atme in dein Herz. Atme Güte und Frieden in dein Herz. Schau mal, welche Farben Güte und Frieden haben. Dann atme diese Farben mit in dein Herz. Als nächstes verbinde dich mit deiner wundervollen Seele über dein Herz. Ruf sie in deinen Körper hinein, in all deine Zellen. Bis hinunter in die Zehenspitzen. Spüre, was sich dabei in deinem Körper verändert. Spüre, wie die Elektrizität, die Spannung und der Magnetismus in deinen Zellen, in deinem Körper zunimmt. All deine Zellen anfangen zu leuchten und zu strahlen durch das Licht deiner Seele, das du bist. Dann verharre einen Augenblick an deinen Fußsohlen und spüre die Verbindung nach unten zur Mutter Erde. Nimm wahr, wie tief und innig du mit Gaia verbunden bist. Wo in deinem Körper kannst du die Verbundenheit zur Mutter Erde spüren? Wie drückt sich eure Beziehung aus?
Und dann lade ich dich jetzt ein, dass du dich in einem Kinosaal hineinsetzt, wo du nur du ganz alleine sitzt. Und vorne geht der Vorhang auf. Du machst es dir bequem. Und auf der Leinwand beginnt dein Jahr 2022 als Film abzulaufen. Und das Schöne dabei ist, dass du in jedem Moment einfach über deine Gedanken den Film anhalten kannst, zurückspulen kannst oder auch die eine oder andere Szene überspringen kannst. Du hast sogar die Möglichkeit, den ganzen Film, das ganze Jahr mit einem einzigen Blick zu überschatten, zu erkennen und nachzuvollziehen. Zu überblicken. Und ich lade dich jetzt ein, all diese Szenen Revue passieren zu lassen. Was war für dich ganz besonders in diesem Jahr? Welche Erfolge konntest du erzielen im Jahr 2022? In welchen Momenten warst du so richtig stolz auf dich? Wann, in welchen Momenten hast du bedingungslose Liebe gespürt? In welchen Augenblicken warst du so richtig fröhlich? Und hast gelacht, so laut du kannst, aus ganzem Herzen. Wie waren deine Beziehungen im Jahr 2022? Welche Menschen waren dir besonders nahe? Welche Menschen haben sich vielleicht im Jahr 2022 von dir verabschiedet? Und ich lade dich ein, auf all die Bilder ganz wertfrei zu blicken, deiner inneren Haltung von Dankbarkeit und Wertschätzung. Ganz gleich, was auch geschehen ist.
Welche besonderen Orte hast du im Jahr 2022 bereist? Das kann auch einfach der Wald neben deinem Haus sein. Ob du jetzt in Neuseeland warst, Südafrika oder einfach nur am Baum in deinem Garten. Wichtig ist immer nur, was du dabei innerlich empfindest, wie weit dein Herz dabei gewesen ist. Wie viel Dankbarkeit und Freude du erfahren hast. Wie vielen Menschen hast du im Jahr 2022 geholfen, auf die eine oder andere Art und Weise? Und welche Menschen und wie viele haben dir im Gegenzug in diesem Jahr die Hand gereicht, als es dir vielleicht so richtig schlecht ging? Wann im Jahr 2022 warst du besonders schockiert? Was hat dich aus der Bahn geworfen? Was hat dich irritiert? Wann hattest du Angst? Und wieder bist du eingeladen, von außen aus deinem Kinositz, ganz wertfrei und liebevoll, auf alle Szenen zu blicken. Wann hast du dich besonders tief mit deiner Seele verbunden gefühlt? Immer wieder darfst du auch einfach tief und entspannt ein- und ausatmen. Mit jedem Ausatmen lässt du das Jahr 22 immer mehr los. Mit jedem Einatmen atmest du Dankbarkeit und Frieden ein. Schließt mit dieser Dankbarkeit und dem Frieden all die Geschehnisse aus dem Jahr 22 mehr und mehr ab. Entbindest dich von allen emotionalen Verstrickungen.
durchflutest alle dunklen Stellen mit Licht. Und blickst auf das gesamte Jahr mit vollkommener Dankbarkeit. Ganz besonders für die Phasen, die besonders strapaziös und anstrengend waren. Ich lade dich ein, das Jahr 2022 zu segnen. Allen Begegnungen, allen Wesen, die dir begegnet sind. Menschen, Tiere, Kristalle, Naturwesen, Bäume, Flüsse, Seen. Das Meer, Engel, Lichtwesen, deine Seele, und alle anderen Wesen, die jetzt hier nicht namentlich erwähnt worden sind. Schick überall deinen Segen hin. Deine Dankbarkeit. Bitte darum, dass alles verziehen sein mag. Dass sich alles in Harmonie und Wohlbefinden auflöst und transformiert. Nun schließe das Jahr 2022 ab. Du stehst auf im Kinosaal, gehst nach hinten dort, wo die Kamera, der Projektor den Film auf die Leinwand wirft. Nimmst die Filmrolle deines Jahres 2022 aus dem Projektor hinaus und legst sie liebevoll in die Kartei dahinter, in einem Regal. Sie bekommt einen Ehrenplatz. Schließt diese Kassette, diese Kartei liebevoll. Stellst sie zu allen anderen Jahrgängen. Dann gehst du aus dem Kinosaal hinaus, ins Freie. Und blickst voller Freude, voller Neugierde auf das Jahr 2023. Ich lade dich ein, dieses Jahr ebenfalls zu segnen. Segne dein Jahr 2023 und segne es auch für alle anderen. Dass jeder ein wundervolles Jahr 2023 erleben kann. In dem Rahmen seines aktuellen möge er mutig die nächsten Schritte auf seinem Seelenweg gehen. Mögest du und alle anderen erfolgreich sein.
in dem Rahmen, was jeder für sich als Erfolg versteht. Und du kannst natürlich gerne noch ein bisschen weiter visualisieren, dein erfolgreiches und glückliches Jahr 2023. Wenn du ein bisschen Starthilfe oder Unterstützung brauchst, ich werde einigen Menschen zu Beginn des Jahres in Form eines Mentorings unter die Arme greifen. Wenn du also Unterstützung suchst, dann kannst du dich gerne unter der angegebenen E-Mail-Adresse in der Beschreibung bei mir melden. Und dann lade ich dich also ein, wieder langsam, aber sicher zurückzukommen, wo auch immer du dich gerade mit deinem Körper befindest. Kehre ganz und gar zurück in diesen Raum, in diese Zeit. Nimm tiefe, volle Atemzüge. Spür deine Füße auf dem Boden. Beweg vielleicht ein bisschen deine Zehen und deine Finger. Und wenn du soweit bist, öffne gerne wieder deine Augen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat die Meditation gefallen. Du findest hier auf dem Kanal noch viele weitere Meditationen. Und jeden Monat gibt es eine Live-Meditation, meistens zum Vollmond oder zum Neumond. Wenn du dich in meinen Newsletter einträgst, den Link findest du auch unterhalb des Videos in der Beschreibung, erhältst du eine weitere Gratis-Meditation von mir zur Verbindung mit deinem höheren Selbst. Ja, dann wünsche ich dir ein wundervolles Hinübergleiten in das Jahr 2023. Ich bin sehr dankbar für alles, für das ganze Jahr. Ich sehe, wie viel Licht hier inzwischen auf der Erde ist, wie viele wir inzwischen sind, wie mein Weg sich immer lichtvoller und schöner gestaltet. Und ja, ich danke dir, dass wir uns gegenseitig die Hände reichen. Und für eure Unterstützungen, ich kriege immer mal wieder kleine oder auch größere Beträge einfach aus Dankbarkeit von euch überwiesen. Und das zum einen freut es mich natürlich, weil jeder irgendwo Geld braucht zum Leben nach wie vor. Und zum anderen freut es mich einfach, dass dort so eine Wertschätzung da ist auf der anderen Seite. Also auf ein wundervolles neues Jahr 23. Ich melde mich zeitnah wieder bei dir. Ich bin jetzt im Auto immer wieder unterwegs und das ist nicht so einfach mit dem Video aufnehmen oder beziehungsweise eher dem Hochladen. Alles klar, du schöne Seele. Alles Gute, guten Rutsch und bis immer gleich, dein Philipp. Ciao.